ihr Lieben, endlich ist es wieder soweit. Es ist Hallo! Sarah-Time! Schön unterbrochen wie immer. So kennt man dich mittlerweile, Schatz. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hannover und zwar fahren wir zu Low and Go. Und Low and Go ist ein Fachmann für Anzüge. Ja, Domi braucht unbedingt einen Anzug für unsere Hochzeit, also für unsere Standesamt-Hochzeit. Ich finde, es ist irgendwie einfach ganz wichtig, dass er sich wohlfühlt und auch schön aussieht, nicht nur immer die Frau. Dass er sich schön auszieht? Aussieht, dass du schön aussiehst. Dass du schön aussiehst. Ja. Und für Domi ist es immer gar nicht so einfach, einen tollen Anzug zu finden, weil er einfach viel zu groß ist. Und deswegen lassen wir uns da heute mal beraten und gucken, was man da so machen kann. Ob vielleicht auch so sogar noch etwas ganz schnell angeschneidert wird, angefertigt wird auf seine Maße. Also da bin ich mal ganz gespannt. Wir sind angekommen. Und es ist mitten in der Innenstadt. Das sieht voll schön aus hier. Ja, ich muss jetzt mal schauen, ob ich mit diesem riesen Schiff hier parken kann. Wir haben schon wieder ein anderes Auto. Ein richtig cooles. Wie heißt das Auto? RS6. Maschine mit Akrapovic-Auspuff, volle Hütte. Krass. So, Stinkerpups hat ihren Kaffee bekommen. Was ist hier Stinkerpups? Ich habe keinen bekommen, weil ich. Hör mal auf, mich immer Stinkerpups zu nennen. Mein Stinkerpups zu nennen. Ich trinke nämlich nur meinen Kaffee bei Starbucks. Sorry. Oh, oh. Bin krass. Hier müssen wir rein. Wie findet ihr eigentlich mein cooles Oberteil? Ha? Kanye for President. Wusstet ihr, dass Kanye West 2020 Präsident von den Vereinigten Staaten werden möchte? Wir sind angekommen. Statt sowas kann ich doch anziehen. Jawohl. Boah, aber so einen Stab brauche ich echt. Du willst ja sowas Helles haben. Ja. Hat das, gell? Echt. Oh, cool. Ich bin voll gespannt, wie du aussehen Das wird. Wird was, ey. Let's go. Schau mal, hier hängen schon überall ganz viele Bilder. Mach auf, komm. Mhm. Hallo. Also, ich glaube, wir haben ein Outfit für Domi gefunden. Oh. Moment. Zu geil. Was? Ja. Oh mein Gott, Schatz. Du schon dann mit Hasen zaubern, Schatz. Hey, krass, wie das steht das einfach? Wirklich. Für die große Hochzeit darfst du dann eh noch richtig extravaganter sein, aber ich finde so. Ha? Ja, da darf ich dich dann eh nicht sehen. Ich glaube, wenn dann für die große Hochzeit kommt der Domi dann alleine hierher. Das am besten, wenn du Josina oder mir. Wie er ausschaut, wir können schweigen wie ein Grab. Ja, das glaube ich. Dann machen wir etwas, zeigen dir das aber auch nicht. Aber du darfst dich auf uns verlassen. Okay. Ja. Na gut, jetzt wissen wir, wie es abläuft. Also ich schicke dann mein Kleidchen dann zur großen Hochzeit hierher und dann wird der Domi hier angepasst. Und wir beide dürfen uns nicht sehen dann bei der großen Hochzeit. Finde ich mal gut. Hör mal Ruhe. Ja. Ich könnte jetzt schon wieder anfangen zu heulen. Du siehst schon wieder ganz anders aus. Dann kannst du gucken, ob ich pünktlich komme, Schatz. So, wo bleibt meine Frau? Lässt sie mich stehen? Du bist so geil, Schatz. Oh, das finde ich auch sexy. Das ist schlecht. Das ist noch bequemer. Oh, schon wie er strahlt. Den darfst du haben, aber den darfst du nicht zur Hochzeit anziehen. Also nicht zur Standesamt-Hochzeit. Okay. Ja? Aber vielleicht zur großen. Wir haben auch jetzt relativ viel was. Ich muss jetzt erstmal was sagen. Ich bin begeistert. Ja. Okay. Wir haben jetzt schon relativ viel gezeigt, aber noch nicht
alles. Also das die ganzen Details, die kommen dann erst. Auf jeden Fall müssen wir ein ganz, 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 ganz großes Danke sagen an den Riesen Meister. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben gedacht, wir hängen das jetzt alles gleich noch mit in das Video ran, weil das alles zusammenpasst, die ganze Vorbereitung für unsere Hochzeit. Wir sind jetzt heute in Frankfurt, also nicht ganz im Zentrum, irgendwo auswärts, genau. Und zwar lassen wir uns heute beraten zu unseren Eheringen. Ja, wir wollen schon zum Standesamt, dass wir unsere Eheringe tragen, weil die große Hochzeit ja dann erst 2019 ist. Und da haben wir jetzt jemand gefunden, die das richtig, richtig geil machen. Und zwar mein Lieblingsring heißt das. Und da gucken wir jetzt vorbei, lassen uns beraten und alles gleich angucken und alles gleich fix machen, weil alle müssen irgendwie auf Hochtouren arbeiten, weil die Hochzeit ist ja bald. Und dafür sind wir auch ganz arg dankbar. Und jetzt schauen wir mal, ob wir was finden, mein Baby. Wird spannend und knapp vor allem. Ja, und vor allem mit mir ist es nicht so einfach. Ich habe da schon so gewisse Vorstellungen. Ich will auf jeden Fall den Verlobungsring weiterhin tragen und dann darüber halt dann den Ehering. Und der darf dann nochmal so richtig krass funkeln. Und Domi will aber irgendwas, wie was Schlichtes. Wir wissen nicht, ob Weiß, Gold, Silber, Gold. Nee, Silber haben wir gesagt, nee. Aber Weiß, Gold oder ob Gold oder egal. Bis gleich. Wir sind jetzt angekommen. Und Domi hat schon ganz, ganz viele Ringe vor sich. Und die Frage der Frage. Erste Frage ist auf jeden Fall erstmal, welche Farbe überhaupt, Schatz? Gold. Müssen wir dann, wenn einer Gold trägt, müssen dann beide Gold tragen eigentlich? Nee, ihr könnt auch kombinieren. Weil ich habe einen silbernen Verlobungsring. Aber ich trage halt auch gerne goldenen Schmuck. Das ist übrigens die Anja, die berät uns jetzt hier komplett. Wir sind erst am Anfang, also es kann echt noch eine Weile dauern. Oh ja. Aber hier mal. Sieht man schon mal so ganz grob. Aber es ist schon, geht schon in die Richtung, schon allgemein, wie du das dir überhaupt vorgestellt hast. Also die beiden sind mir jetzt hier so ins Auge gestochen. Ich muss das dann mal sehen, wie das bei dir aussieht, wenn du überhaupt einen Ring trägst. Ich trage eigentlich sehr selten Ringe ab. Ich habe Domi noch nie mit Ring gesehen. Außer diesen riesen Löwenklunker da. Ja. Die Auswahl bei Männern ist einfach echt einfach. Domi, du bist einfach einfach. Ja. Das sieht ja mal. Also wir sind jetzt dann, glaube ich, in 5 Minuten fertig mit Domi seinem Ring. Und dann brauchen wir, und dann haben wir insgesamt 10 Minuten gebraucht und dann komme ich. Und dann hocken wir bestimmt 5 Stunden da. Aber abgerundet ist schon. Vielleicht kriegst du nicht drauf. Ja. Nee, ich finde die Form eigentlich so am schönsten. Die Form ist schon echt mega. So ein bisschen rund abgerundet, aber trotzdem irgendwie mal eckig. Schauen, ob er dann vielleicht noch ein Tut breiter wird. Sag mal. Ja, der ist zu eckig, nee, finde ich. Das ist jetzt, boah, hier war der. Nee, der ist schon auch nicht schlecht. Ja, aber der ist zu rund. Ich finde den eigentlich und die Farbe eigentlich echt optimal. Der Favorite. Die Frage ist halt bloß, ob du den ein bisschen dann breiter haben willst. Oder ob die. Zieh dir mal nochmal an. Domi und ein Ring. Geil. Schon, oder? Trägt man den rechts oder links? Wie du magst. In Amerika tragen sie den, glaube ich, links. Ja, genau. Und in Deutschland tragen sie den rechts. Und also ich will meinen auch links tragen. Ich muss sagen, ich fühle mich. Also jetzt ist meine rechte Hand ist ein bisschen dicker. Ja, das ist ja egal, das wird ja angepasst. Ich würde mich rechts, glaube ich, wohler fühlen mit dem Ring. Ja, kann schon. Aber ich werde meinen links tragen. Ja, das ist mir jetzt gerade egal. Ja, wie immer. Also ich müsste es sagen. Gerade geht's für mich. Also sein, der mehr so mit Krappen gefasst ist, also entweder rund oder in so einer Krappenfassung. Ja, aber also ich war in 5 Minuten also fertig. Also so ein schmaler, das ist viel besser. 5 Minuten habe ich gebraucht. Und ich bin durch. Ja, und jetzt bin ich dran. Wir gucken gerade, weil ich ja den Verlobungsring anziehen will, ob wir irgendwie sowas in der Art finden halt. Ich habe jetzt hier auch schon mal ein Beispiel an, was ganz zierlich ist. Ich finde das halt einfach. Warte, ich drehe mal um. Das sieht man schon. Schauen wir mal. Ihr habt ja auch gerade gesehen, ich habe nur eine Box gebraucht, gell? Ja, wir sind auch noch bei einer Box. Liegen jetzt 3. Schatz, das sind deine Boxen noch. Okay, laber mal nicht. Okay? Die Abteilung da drüben. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir überhaupt vorgehen, was wir machen. Ja. Ja, aber du musst dir vorstellen, wenn du hier zu hast, kannst du ja hier ohne Steine lassen. Ja, weil du musst, weil schon der wieder schmaler und breiter gemacht werden muss und so, habe ich, weil wenn der ringsrum ist, wird es ja übelst schwer, ne? Ja, aber es geht auch. Also man kann ihn auch verändern, wenn die Steine drin sind, ringsrum. Geht auch. Da
Achso, finde ich schon auch arg schön. Schön bling bling. Ja. Ja, ist halt auffälliger, gell? Oh, ja. Das sieht schon toll aus. Und vor allen Dingen so, wenn der Ring dreht sich ja auch, gell? Dann hast du halt, müsstest du immer die Steinhälfte nach oben drehen und hättest, weißt du, müsstest es immer verändern. Das ist bei dem, Ring, so, wenn der Hopf da mal so, dann musst du den immer wieder gerade machen. Ja. Und was meint ihr? Aber welche Farbe dann und so, wie machen wir das? Also der ist jetzt schon sehr, sehr schön. Also ich finde den jetzt auch schick. Wir gucken mal noch weiter. Schauen wir mal. Weiß passt super gut zu dir. So. Never ending story, aber jetzt wurde der Verlobungsring auch nochmal poliert und zieht eure Sonnenbrillen an. Weil das schaut halt schon heftig aus, gell? So ist schon also, sehr, sehr schön. Wir machen keinen Spaß. Halt's mal unterm Schwarz hier. Boah. Läuft bei dir, Schatz. Ist schon schön, ist schon meiner, ne? Ja, doch. Ich bin begeistert. Ja. Ja. Bist du zufrieden? Ja, der funkelt so schön. Jetzt wird's ernst. Das sieht echt toll aus. Doch, finde ich auch. Jetzt kommen noch die Kleinigkeiten, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind jetzt schon einen Schritt weiter und zwar geht es jetzt um die Gravur im Ring drinne und da ist übelst viel möglich von Fingerabdruck, von irgendwelchen Schwan. Ja, und Kutsche gibt es auch, schön, das zeige ich euch gleich mal. Und so Herzen, wo dann zusammenpassen mit Namen. Oder und hier ganze Songtexte. Ja, hier sieht man das. Und dann kann man sich auch die Schrift aussuchen. Und hier, das ist die Kutsche, wo ich gerade gemeint habe. Die wollte der Domi ernsthaft in Erwägung ziehen, sich da rein lasern zu lassen. Wollen wir sagen, was wir uns rein gravieren lassen? Nein. Oh, du bist immer so gemein. Komm, wir können sagen. Ja, alles? Ja, okay. Oder? Ja. Und zwar jetzt, wir haben uns dafür entschieden, dass wir zwei Herzchen machen. Ein dunkles Herz, also ein ausgefülltes Herz. Das ist dann er. Und ein Herz, wo halt leer ist. Das ist dann ich. Ein helles Herz. Genau, ein helles Herz und ein dunkles Herz. Boah, das hört sich voll, so wenn du voll böse bist. Nein. Und dann haben wir dazu geschrieben, in seinem Ring steht drin für immer und ewig. Und in meinem steht drin und noch viel länger. Und das hat auch eine Bedeutung, weil immer, wenn ich schlechte Laune habe und so, fragt er mich, das hört sich immer so kitschig an, gell, wenn man das erzählt. Ist doch egal. Immer, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe, dann fragt er mich immer so, ja, für immer und ewig, gell. Und dann sage ich immer, ja. Und dann sagt er immer tausendmal, nein, 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 sag jetzt. Und dann muss ich immer sagen, ja, und noch viel länger. Und dann muss ich immer wieder lachen und dann bin ich irgendwie wieder glücklich. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das in unsere Eheringe reingravieren zu lassen. Durch. Ja, genau. Schon süß. Aber wir sind echt schnell vorangekommen, finde ich. Also, ja, wenn man gut beraten wird, dann geht das voran, ne? Stimmt auch wieder allerdings. So, und wir sind jetzt mega happy. Auswahlschildringe sind ausgesucht. Yes. Und jetzt muss ich meinen Verlobungsring hier lassen. Jetzt gehe ich nackig wieder nach Hause. Ja, ein bisschen was hast du ja noch an. Ja, ich muss jetzt auch ein ganz großes Dankeschön sagen. Gerne, gerne. Für die tolle Beratung, für die tollen Ringe. Und ja, es werden diese Ringe werden, die wir euch so gezeigt haben. Aber die werdet ihr dann mit eh nochmal sehen und alles und drum und dran. Drum und dran. Schatz, wir sind happy. Wir haben Eheringe. Jetzt, ja, noch haben wir sie nicht, aber jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Jetzt hast du Angst, ha? Jetzt wird's ernst. Sieht man mir nicht an. Wir haben jetzt das Auto vollgepackt. Ja, wir waren nämlich echt jetzt 4-5 Tage unterwegs und sind jetzt auf der Heimfahrt, haben uns jetzt auch nochmal umgezogen, chillig. Wir haben jetzt 4 Stunden Autofahrt vor uns, bis wir zu Hause sind und dann geht's sofort ins Bettchen. Ich habe euch jetzt auch mal die Kontakte von Low & Go und von meinem Lieblingsring unten in die Infobox gepackt. Also falls ihr mal einen Anzug braucht, können wir den wirklich wärmstens empfehlen, dass ihr da mal vorbeischaut und euch da beraten lasst. Die haben auch ganz viel von der Stange und eine riesen Auswahl, aber auch maßgeschneiderte Anzüge und auch die Ringe. Super, super lieb dort, toller Empfang und tolle Beratung. Wir sind mega happy und freuen uns sehr, dass wir uns dafür entschieden haben und uns, dass die uns auch unsere Eheringe machen. Das Ganze ist übrigens kein Sponsoring, also ich mache hier gerade freiwillig Werbung, weil wir echt einfach überzeugt sind und da einfach auch mal ein paar liebe Worte sagen möchten. Ich
hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Es war zwar ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie durchgecheckt und es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, was ihr zu unseren Ringen sagt. Wir sehen uns dann wieder die Tage. Genau. Wenn's wieder soweit ist. Zero time! What?